Ich betreue Schwerstkranke und Sterbende bis zum Tod. Der ambulante Hospizdienst unterstützt Menschen am Ende ihres Lebensweges. Das ist eine Phase, die häufig sehr schwierig ist, wo natürlich Trauer eine große Rolle spielt. Und da gehen Ehrenamtliche zu den Menschen nach Hause, unterstützen die Angehörigen und sind zu allen Gesprächen und auch zur praktischen Hilfestellung dann vor Ort. Der Hospizdienst ist für mich Hilfe für Menschen, die im Sterbeprozess sind. Ich finde es schon traurig, dass der Mensch gehen muss, aber ich finde es auf der anderen Seite auch schön, dass ich für ihn da sein kann. Wo wir gefordert werden, also da fahren wir hin. Bei meinen Besuchen dreht es sich um die Betreuung des Erkrankten. Und das ist eben halt das Wichtigste, dass wir im ambulanten Hospizdienst da sind für unsere Begleitung. Manchmal auch für Vorwürfe. Wir haben nicht für alles eine Lösung. Die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes ist weitgehend über die Krankenkasse finanziert, aber wir brauchen etwa 10.000 bis 20.000 Euro Spenden im Jahr, um auch die Trauerarbeit begleiten zu können. Das Besondere an diesem Projekt für die Finanzierung des Hospizdienstes ist, dass wir ganz viele Interviews geführt haben und haben andere ambulante Einrichtungen gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Und daraus sind Ideen entstanden, um auf die Arbeit des Hospizdienstes aufmerksam zu machen. Jede Begleitung ist eine neue Herausforderung. Ich schenke Ihnen gerne Zeit. Sie sagen, was mit dieser Zeit geschehen soll. Das sind die unterschiedlichsten Sachen. Manchmal ist das einfach nur ein Gespräch. Und manchmal ist es auch einfach nur, dass man da sitzt und aushält. Und dieses Aushalten, ich denke, das ist so das Wichtigste. Ich kann mit den Leuten lachen, ich kann auch mit denen weinen. Und ich sage das auch immer, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und wenn es emotional so ist, dann weine ich auch. Und ich denke mal, das tut begleiteten Personen immer ganz gut, dass jemand da ist, der mitfühlt, aber eben auch den Abstand dazu hat.